Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Tower of Hell. Und ja Leute, heute machen wir mal Tower of Hell zu Tower of Easy. Ja Leute, vor ein paar Tagen haben wir den Tower of Hell versucht so schwer wie möglich zu machen und heute versuchen wir mal so einfach wie möglich zu machen, indem wir ein paar Robux, ein paar Coins ausgeben, Leute. Ich freue mich schon drauf, Leute. Hoffentlich schaffen wir jeden Tower, sonst wird es nämlich ziemlich unangenehm. Wir werden uns hier einige Sachen kaufen, Leute, sowas wie Doppelsprung, Checkpoints. Wir werden, wie gesagt, den Tower so easy machen, wie es nur geht, Leute. Ich hoffe, du freust dich drauf. Ich freue mich auch sehr drauf. Lasst auf jeden Fall auf diesem Video hier einen Daumen nach oben da und mich unterstützt, Leute. Einfach auf den Daumen nach oben drücken, freut mich sehr. Jeder, der hier guckt, kann auf den Like drücken. Danke auf jeden Fall an jeden, der das tut. Außerdem kannst du gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen, Leute. Wir sind auf dem Weg zu den 300.000. Ich würde mich freuen, wenn wir die vielleicht, ich denke mal nicht, dass wir die dieses Jahr hier noch schaffen werden, aber es wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool, Leute. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Tower, beziehungsweise den nächsten Tower, Leute. Der Tower hier lohnt sich nicht mehr. Machen wir den nächsten Tower so einfach, wie es geht. Nach dem Intro. Leute, der neue Tower hat gestartet und wir werden direkt jetzt ein paar Robux ausgeben. Übrigens, falls du dir Robux oder Roblox Premium kaufst, benutzt du gerne Starcode Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Ja, Leute, wir werden jetzt hier den Tower auf Hell, Leute, zum Easy Tower oder so. Ich meine, die erste Stage ist natürlich nicht so nice, aber Leute, wir müssen die erste Stage nie wieder spielen, weil wir holen uns jetzt Doppelsprung, Leute. Wir holen uns jetzt Doppelsprung, wir holen uns noch niedrigere Gravitation, dann holen wir uns noch, Leute, nee, das wollen wir nicht, Leute. Wir holen noch Checkpoints. Hier, Checkpoints. Easy noch, Leute. Wie gesagt, falls du dir Robux oder Robux bringen kaufst, gerne mit meinem Starcode Jojo. Und dann kaufen wir sogar noch Doppelcoins, weil wieso denn eigentlich noch nicht, Leute? Wieso denn eigentlich auch nicht? Jetzt können wir höher springen. Jetzt können wir doppelt springen, Leute. Guckt euch mal an, wie hoch wir jetzt springen können. Wir können jetzt tatsächlich hier drauf einfach springen, Leute. Das ist... Okay, die Frage ist jetzt, kriege ich überhaupt noch die erste Stage so hin? Ah, ich muss in die Richtung springen. Ich bin eben einfach nur... Guck mal, guckt euch das an. Bam. Easy, Leute. Mit diesem Doppelsprung ist das so ein... Also Doppelsprung ist wirklich richtig OP, Leute, in Tower of Hell. Und auch hier Gravitation und alles, Leute. Es ist so easy. Da hat wirklich die Leute... Und wir haben vor allem auch Checkpoints. Das heißt, wenn wir sterben, spawnen wir einfach wieder hier oben. Ich glaube, es wird niemanden geben, der diesen Tower jetzt hier nicht schaffen würde, Leute. Wisst ihr was? Wir springen aber hier so rüber, weil wir können es halt, Leute. Guckt euch das an. Spielen wir hier gerade noch Tower of Hell oder ist das Ganze hier Tower of Witz oder sowas, Leute? Weil das ist wirklich ein Witz, was wir hier machen, Leute. Das hat absolut keine Schwierigkeit mehr. Wir springen höher. Wir können zweimal springen. So, jetzt ist hier eine Platte in meinem Weg. Dann gehen wir für diesen Weg. Ist ja absolut kein Problem, Leute. Ja, falls ihr übrigens mehr von solchen Videos sehen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt doch mal in die Kommentare, Leute. Was würdet ihr cooler? Wenn man die Tower quasi einfacher macht. Jemand hat noch extra Zeit gekauft. Wenn man die Tower quasi einfacher macht, so wie ich das jetzt hier gerade getan habe. Oder wie ich in einem meiner letzten Videos das gemacht habe und einfach den Tower schwerer gemacht habe, Leute. Beides finde ich eigentlich ziemlich cool. Das hier ist halt ziemlich witzig, Leute, dass man schwerer ist natürlich, wie es auch schon im Namen steht, schwerer. Das hier ist halt einfacher. Leute, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Und wir sind runtergefallen. Aber Leute, kein Problem. Wir setzen unseren Charakter zurück und schon, schwuppdiwupp, sind wir wieder hier oben angelangt, Leute. Okay, wir haben zwar einen Checkpoint nicht bekommen, aber Leute, guckt euch mal an. Es sind halt wirklich so viele Leute jetzt hier oben. Ich hoffe, dass gleich der Time-Boost nicht einfach so auf 10 Millionen geht, dass dann... Okay, mal 2 haben wir schon. Das haben wir doch eben hier schon alles gemacht, Leute. Warum müssen wir das jetzt nochmal machen? Aber egal, Leute. Okay, mal 4 schon. Okay, übertreibt nicht, Leute. Übertreibt nicht. Ich will auch noch nach oben kommen. Hallo, ich habe die ganze... Ich habe das alles gekauft. Ich will auch noch... Oh, Leute, die Zeit läuft. Oh mein Gott, die Zeit läuft. Egal, Leute. Egal. Egal. Das Ding ist, das hier ist wirklich schwieriger mit dem Double Jump, weil... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Mal 8, Zeit mal 8. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's nach oben geschafft. Schaffe ich noch zum Portal? Oh mein Gott, Leute, guckt euch an, wie viele Leute hier sind. Hier kommt wirklich jeder nach oben. Hallo, Zeit. Guck mal, wie schnell die Zeit runterläuft. Yo. Und Leute, ich mach's auch. Und boom, ich hab's nach oben geschafft, Leute. Mal 16. Rip an all die es nicht geschafft haben, Leute. Aber es gibt hier wirklich niemanden, der irgendwie ein Problem damit hat, Leute, hier irgendwie hochzukommen. Ja. Mal 32, Leute. Und ich würde sagen, nächste Tower, Leute. Und nächste, ja, ich würde sagen, Leute, hier, wir gönnen uns nochmal einen Doppelsprung. Dann gönnen wir uns hier nochmal Checkpoints, Leute. Gönnen wir uns nochmal Checkpoints, weil wieso denn eigentlich auch nicht, Leute? Dann können wir uns, wisst ihr was, Leute?
Es ist zwar sehr teuer, ich guck mal gerade. Weil Unverwundbarkeit können wir uns rein theoretisch auch noch kaufen. Das ist auch ziemlich OP eigentlich, Leute. Aber ob wir das wirklich so brauchen, ist halt die nächste Frage, Leute. Holen wir uns noch niedrigere Gravitation. Und jetzt springen wir nochmal höher, Leute. Jetzt, also das ist jetzt wirklich, guckt euch das mal an, Leute. Man kann hier die ganze Zeit tricksen. Guckt mal, wie man hier tricksen. Ich kann hier sogar nach hier so hochspringen. Das kann man ja normalerweise nicht, Leute. Wir sind einfach mega OP. Leute, das hier ist nicht mehr Tower of Hell. Das hier ist mega, mega easy. Und der Laser könnte mich mies erwischen, aber ich habe es ausgewichen, Leute. Ich bin ihm ausgewichen und ich bin gerade tatsächlich Erster. Ich bin nicht mehr Erster, Leute. Aber wir haben Checkpoints, das heißt, kein Problem, Leute. Wir kommen aber wieder nach hier. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Ja, Laser, ich meine, Unverwundbarkeit lohnt sich bei manchen Stagen. Bei manchen lohnt sie sich allerdings aber auch nicht, Leute. Weil hier sind jetzt gerade nicht so viele Laser. Ich denke auch, Checkpoints ist sowieso schon genug, Leute. Und guckt euch das mal an. Ja, das brauchen wir gar nicht zu machen, Leute. Weil wir können einfach unseren Doppelsprung... Ah, okay, wieso sind wir jetzt wieder hier? Hat mein Checkpoint nicht funktioniert? Hallo, Mr. Checkpoint? Okay. Aber Leute, wir nutzen einfach unseren Doppelsprung wieder. Hier nutzen wir ihn einfach mal auch wieder, Leute. Zack und zack. Easy, Leute. Hallo, Checkpoint, kannst du bitte einloggen? Dankeschön. So, Leute. Und ihr seht, wie die ganze Lobby einfach nach oben springt. Also... Es ist wirklich richtig lustig, Leute. Ich hatte den Tower einfach so easy gemacht, dass er einfach nicht mehr Tower of Hell ist, Leute. Jetzt haben wir hier wirklich irgendwie so einen richtig einfachen Turm. Und, oh, jemand hat die Zeit beschleunigt. Oh, 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 der, da hätte mir jetzt Unverwundbarkeit, hätte mich auf jeden Fall jetzt hier geholfen. Aber, Leute, ist ja kein Problem. Wir respawnen direkt hier, können dementsprechend auch direkt einfach weiter... Ich bin daneben gesprungen, Leute. Ich bin daneben gesprungen. Speed mal 8. Leute, nein. Ich will auch noch nach oben. Hallo. Leute, ihr habt es mir zu verdanken, dass ihr überhaupt nach da oben gekommen seid. Ich möchte gerne auch noch ein Stück vom Kuchen abhaben, beziehungsweise diese Runde hier gewinnen. Leute, könnt ihr bitte ein bisschen warten noch? Ich habe es geschafft, Leute. Ich muss zum Portal. Ich muss zur Tür, Leute. Aber es ist wirklich wieder absolut kein Problem gewesen, Leute. Wir haben es easy mit Leichtigkeit. Ey, ey, chill, 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 chill. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich schaff's. Ich schaff's noch. Und jetzt... Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, mit wem ich rede, Leute. Aber ich würde sagen, einen Tower oder vielleicht zwei machen wir noch, Leute. Was ist das hier schon wieder? Oh mein Gott, okay. Okay, Leute. Alles klar, Leute. Schreiben die eigentlich irgendwas in den Chat so? Okay, die sind auf jeden Fall sehr, sehr komisch im Chat. Aber ich glaube, es ist an der Zeit. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal wieder unsere Robux auszugeben, Leute. Und zwar machen wir das Ganze einfach mal jetzt, Leute. Holen wir wieder Doppelsprung, Leute. Holen wir wieder Doppelsprung. Holen wir Checkpoints, Leute. Wir holen Checkpoints. Bam, zack. Wir holen niedrige Gravitation. Easy, Leute. Und jetzt, zack, guckt euch das an, Leute. Guckt es euch an. Das sollt ihr euch nicht angucken, Leute. Bitte nicht angucken. Bitte nicht angucken, Leute. Das war gerade... Oh. Ich bin gerade einfach unten gespawnt. Alles klar, Leute. Alles klar. Oh nein, jetzt muss ich das hier wieder machen, oder was? Oh Gott. Ja, hier hilft mir mein Double Jump auch nicht. Aber dafür kann ich hier so easy draufspringen, Leute. Und die sind hier schon wieder alle nach oben am Rennen, Leute. Ich will auch nach oben. Und das Ganze werden wir jetzt auch bestreiten, Leute. Checkpoint-Modus ist ziemlich OP. Double Jump ist ziemlich OP, Leute. Und den Ganzen werden wir jetzt auch nutzen. So, zack. Was war das gerade für ein Zack, Leute? Oh mein Gott. Okay, boom und boom und boom und boom und easy, Leute. Easy. Seht ihr hier noch Tower of Hell? Als ich auf jeden Fall nicht mehr, Leute. Für mich ist das hier nicht mehr schwierig. Also für mich ist das hier wirklich jetzt mega, mega einfach. Guck mal, ich muss hier gar nicht diesen hier machen. Ich kann hier schon wieder einfach diesen hier machen. Bam, Leute, zack, easy. Und wie oft habe ich eigentlich dieses Video hier schon easy gesagt? Ich meine, es ist aber auch extrem easy, Leute. Es ist aber auch extrem easy. Kostet natürlich Robux, kostet den Umkehrschluss quasi dann echt Geld. Aber Leute, so viel ist das gar nicht. Wobei, es ist halt nur für einen Tower da quasi. Ich habe halt genug Robux, Leute. Ich kann das easy machen. Und ja, ihr habt euren Spaß beim Zugucken. Ich habe meinen Spaß beim Spielen. Und Leute, ach, wir können einfach... Komm, Leute, wir kürzen einfach... Na, okay, Checkpoint, bitte. Da war ich ein bisschen... Leute, da war ich ein bisschen zu überheblich. Aber das ist ja auch okay, Leute. Das ist ja auch okay. Springen wir einfach hier hoch, Leute. Jetzt springen wir hier hoch. Und wo geht's jetzt lang, Leute? Wo geht's jetzt lang? Wir müssen irgendwie auf dieses Blaue da kommen. Machen wir dann diesen hier, Leute. Den hier, zack. Easy, Leute. So, jetzt sind wir auf der letzten Stage angelangt. Ups, da bin ich runtergeflogen, Leute. Da bin ich runtergeflogen. Zack.
zack, zack. Und nee, ich springe noch nicht durch diese Ringe durch. Ich bin noch nicht lebensmüde, Leute. Ich spring einfach drüber. Und wir haben es schon wieder geschafft an die Spitze des Turms, Leute. Wir haben keinen einzigen Tower gefailt. Aber okay, gut, wer hätte es gedacht, Leute. Ich bin ja nicht so schlecht in Tower-Fail. Und mit diesen ganzen Extra-Bonussen quasi ist das auf jeden Fall schon mega, mega einfach, sage ich mal, Leute. Dann würde ich sagen, spielen wir noch einen Turm. Und ja, auf jeden Fall, die sagen hier hi, hi, hi. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall bei mir bedanken, Leute. Ich habe euch die ganzen Booster gekauft, damit ihr hier nach oben kommt. Kein Ding. Jetzt, ich würde sagen, letzte Runde. Nochmal Doppelsprung. Dann holen wir nochmal Checkpoint, Leute. Nochmal Checkpoint. Wisst ihr was, Leute? Weil ich ein Gönner bin, kriegt jeder noch doppelte Münzen. Jeder kriegt einfach noch doppelte Münzen. Und dann holen wir uns noch niedrige Gravitation, Leute. Und, okay, Leute. Wisst ihr was? Ja, weil ihr seid, Leute, wobei ihr seid ja nicht in der Lobby, Leute, es tut mir leid, aber Unverwundbarkeit, Leute, für den letzten Tower kann uns kein Laser mehr treffen. Ist das nicht super, Leute? Ist das nicht super? So, schreiben die eigentlich irgendwas? I do. Irgendwie was schreiben die, Leute. Irgendwas schreiben die. Keine Ahnung was, aber, also ich weiß schon, was die schreiben, also ich kann das schon verstehen, Leute. Aber ich weiß nicht, in welcher Relation das steht. Und dieser Double Jump, Leute, der ist auch schon ziemlich, ziemlich, falsche Seite, Leute, falsche Seite. Der ist auch schon ziemlich OP, Leute. Vor allem, wenn man auch noch generell höher springen kann. Oh, das hier könnte wirklich für einige jetzt knifflig werden, aber ich denke, ich müsste das irgendwie hinkriegen. Habe ich gesagt und falle runter. Perfekt, Leute, perfekt, nice. Aber Leute, wir spawnen direkt wieder hier. Also absolut kein Problem, Leute, weil wir haben ja den Checkpoint-Modus und springen wir wieder hin. Hallo, hallo. Ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen stehen, Leute. Wobei, hahaha, einfach abtricksen, Leute. Einfach abkürzen. So und nicht anders muss das, Leute. Wir laufen einfach durch den Laser durch, weil wir haben ja hier den einfachsten Tower auf Hell. Hier springen wir einfach wieder nach oben, Leute. Hier springen wir einfach wieder drüber. Zack, easy, easy. Und hier, Leute. Normalerweise müsste man jetzt diesen ganzen Weg gehen. Ich nehme einfach diesen Weg hier. Nice. Und kann ich hier nach oben? Kann ich. Okay, Leute. Wir haben es als allererstes nach oben geschafft. Das war mein Ziel für diese Folge, Leute. Jetzt haben wir den Tower of Hell als erstes durchgespielt, Leute. Mit ein paar extra Modi. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutze gerne Starcode Jojo, falls du dir Robux oder Roblox-Krimi kaufst. Und schaut auch gerne in die Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meinen Real-Life-Merch, meinen Roblox-Merch und unsere Links zu meinem Discord-Server. Und ich würde sagen, Leute, wir warten jetzt noch ein bisschen. Weil, Leute, bei der letzten Aufnahme haben wir, nachdem wir die ganzen schlechten Sachen was gekauft haben, habe ich auch was Gutes gekauft. Und deshalb denke ich mir, okay, wir könnten jetzt ja mal gemein sein und einfach mal die bösen Sachen kaufen, Leute. Sowas wie nebelig, negativ, Unsichtbarkeit und so weiter und so fort. Ja, Leute, das mache ich gleich aber mal, wenn dieser Tower hier vorbei ist. Also bis gleich und nicht abschalten, Leute. Es wird noch lustig. You so rich. Danke, I guess. Leute, danke, I guess. Aber ja, du hast mich gerade noch rich genannt und gleich wirst du, ja, siehst auf jeden Fall auch rich. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, Leute. Ich muss hier weg. Und klatsch, klatsch, klatsch. Und Leute, jetzt würde ich sagen, okay, 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 okay. Negativ. Viel Spaß hiermit. Und Leute, wisst ihr was? Hier, habt noch eine Stage mehr. Alle sind einfach runtergeflogen, Leute. Oh mein Gott. Viel Spaß hiermit, Leute. Und dann würde ich sagen, hohes Tempo habt ihr auch noch, Leute. Viel Spaß beim schneller Rennen. Und zu guter Letzt, Leute. Wobei, nicht zu guter Letzt, Leute. Jetzt machen wir noch kurz jeden einmal kurz unsichtbar. Viel Spaß damit. Und was gibt's noch so, Leute? Machen wir auch noch Sprünge rein, Leute. Jetzt hüpft jeder die ganze Zeit rum. Und zu guter Letzt würde ich noch sagen, Leute, das Ganze habt ihr noch ein bisschen länger, und zwar 10 Minuten jetzt. Und nebelig ist es auch noch, Leute. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach alles gekauft, was jedem den Spielspaß raubt, Leute. Ich denke, die werden jetzt hier anfangen, einfach die Lobby zu lieben. Hat hier irgendjemand was geschrieben? Bruh. Die fangen hier schon an zu beleidigen, Leute. Seht ihr, das sind die Tags. Bro! Das war mein Plan, Leute. Das war mein Plan. Ja, dann würde ich sagen, was ist wirklich mit der Folge? Man sieht mich zwar nicht mehr, aber ich würde sagen, haut hier rein und ciao, Leute!